Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Eternal Darkness. Ja, wir haben jetzt, ich glaube, alle Stellen begutachtet. Ich gucke gleich nochmal auf der Karte, aber erstmal gehen wir hier unten hier hoch. Das war nämlich ein bisschen zu creepy. Hier ist kein X mehr. Das bedeutet, unsere Aufgabe ist es, zurückzukehren und zu berichten, was wir gesehen haben. Bleiben zum Glück liegen. Zumindest jetzt im Moment. Scheint jetzt hier auch zu bauen. So, da hört es auf. Also nicht hier. Auftrag erfüllt. Ich glaube aber nicht, dass die uns freilassen werden. Weiter. Glücklich sieht er ja nicht aus, kann ich aber verstehen. Schließlich ist er von denen gefangen genommen und die haben ja auch schon gezeigt, dass er eigentlich im Endeffekt macht er das nur, dass er überlebt. Aber sie haben nicht gesagt, dass sie ihn freilassen werden. Von daher ist das doch ein bisschen... fraglich, ob das Sinn macht jetzt. Also, ich weiß nicht, in den meisten Spielen ist es dann so, dass sich die Leute dann doch gegen diese Befehle wehren, ne? Anstatt auf der anderen Seite, jetzt das einfach zu machen. Auf der anderen Seite ist es so, was für eine Wahl hat er? Ich meine, er kann darin jetzt sterben, die werden ihn ja nicht rauslassen. Kann natürlich versuchen, da zu entkommen. Aber er kann ja nicht irgendwo. Er kann ja nicht jetzt gegen die kämpfen oder so. Irgendwas sein. Ja, genau, da sind wir. Wir sollen dann in die Grube kommen, mit dem uns reingestoßen hat und gesagt hat, jetzt untersuchen mal. Nein. Okay, ich dachte jetzt, dass wir hier tatsächlich Bericht erstatten können. Am Anfang, wo wir reingestoßen worden sind. Dann wird wahrscheinlich diese Statue, die wir bekommen haben, eine kleine Statue eines besiegten Kriegers, der respektvoll vor einem unsichtbaren Sieger kniet, aus tiefrotem Rubin gefertigt. Diese Statue uns weiterhelfen und da war eben, wir sind eben an so einem Podest vorbeigekommen. Entweder haben wir die Statue hier, hier ist aber kein Untersuchen auf diesem Feld, oder da war so ein Podest und wir hatten auf, in einer früheren Iteration dieses Levels auf diesem Podest Statue gefunden. Und zwar hier. Können wir das untersuchen? Da auch nicht. Okay, ich hätte jetzt erwartet, dass wir die da drauf tun. Dann müssen wir gucken, wo können wir eine rubinene Statue nutzen. Das war der. So, ein bisschen suchen. Hier verblasst meine Erinnerung nämlich. Was man die Stadt nutzen könnte. Nee. Das ist wahrscheinlich ein Klo oder so. Ha? Nee, sieht eher aus wie so eine Feuerschale. Wieder hinten. Oh, ich muss gerade die ganze Zeit gehen. Ich bin in den letzten Tagen so müde. Ich kann wahrscheinlich am Mittagessen gerade wieder schlafen gehen oder so. So. Hier war nichts außer dem Hebel. Eben muss er sich auf der anderen Seite, da waren ja Gegner drin, da war auch nur ein Hebel. Gehen wir mal weiter. So, ja, eigentlich ist es so, dass da, wo man Items verwenden kann, dann man dann auch untersuchen kann und dann steht da auch, dass hier irgendwas ist, wo man was machen kann. Also, so irgendwie hier fehlt.
Hier scheint etwas zu fehlen oder so steht dann immer da. So, es ist storymäßig eins meiner Lieblingskapitel, aber es ist, glaube ich, auch das, wo ich jedes Mal an irgendeiner Stelle nicht genau weiter weiß. Dass irgendeine Kleinigkeit ist. Eine eingeschätzte Decke und Gerüst ist nichts, wo es danach klingt, dass man eine Statue drauflegen könnte und sollte. Vielleicht? Na komm schon, geh wieder hoch. Ich will am Rand entlang gehen, um zu gucken, ob hier irgendwelche Podeste sind oder so. Da kommen wir runter. Ich will immer die andere Wand begutachten. Da ist mich, hier ist für mich was. Das ist, gut, okay, steht für nachlässige Bibliothek. Das ist unwahrscheinlich, dass wir da eine Statue hin tun müssen. Und weiter runter. Gehen wir mal hier auf die Kamera zu erstmal. Das, was mir instinktiv. Das ist jetzt wahrscheinlich genau die, ja, das ist genau die Richtung, die ich gehe. Ich wollte eigentlich in die andere Richtung gehen, in die Sackgasse gehen, gucken, was da ist. Das wäre hier. So wieder, hallo. So, ich warte einfach jetzt mal eben ab. In der Zeit kann man tatsächlich was machen, was wir noch nicht gemacht haben in diesem Stream. Was trinken. Wer noch nichts zu trinken hat, nutzt die Gelegenheit, euch was zu holen. Die anderen jetzt schon mal Prost. Vielleicht ist es auch das, was der Prozessor mir sagen will. Nighty, du musst trinken. So. Denn just habe ich getrunken, hört das Geruckel auf. Und nein, es ist, das weiß ich, es ist nicht die Spielekonsole, die ruckelt. Es ist tatsächlich der Laptop, denn selbst wenn ich die Maus am Laptop bewege, ruckelt das. Also es ist wirklich das ganze Gerät beeinträchtigt. Also selbst die Kernbereiche von Windows, der Kernel von Windows, selbst der hängt. Das heißt, es muss der Prozessor sein, der runterregelt, um die Last zu verringern. Echt schade. Weil das hier ist der einzige Rechner hier im Haus, der aus irgendeinem Grund zuverlässig aufnimmt. Das ist schon doof. So. Also mal gucken, vielleicht kaufe ich noch so ein Lüfterteil, wo man den draufstellen kann, wo der gekühlt wird. Oder mal hier, vielleicht hätten wir den hier. Okay, genau, ich stelle den mal, ich gucke, ob ich diese Statue auf diesen Schrein stellen kann, der da war. Das ist ja, weil, ich meine, irgendwo Altes wieder komplett alles zu durchsuchen, ist eigentlich auch unlogisch. Die Scheine können wir untersuchen. Und da war ja auch eine Lücke. Nein. Letzten Mal haben wir hier an dem Schrein den Turm verwendet und damit einen Weg freigeschaltet. Vielleicht ist es auch das? Nein, den können wir nur prüfen. Und ansonsten ist hier auch kein Weg mehr. So, weiter. Hier ist kein Weg. Hier sind auch nur die Leichen zu untersuchen. Also gehen wir hier lang. Tiefer in das ganze Ding wieder rein. So, war nix. Gehen wir hier runter. Vibriert wieder alles. So, die Tür war ja verschüttet. Hier waren wir eigentlich ja auch, ich meine, da haben wir die heutige Aufnahme etwa angefangen. Das ist der Raum, wo wir den Schlüssel gekriegt haben. Ja, vielleicht die Statue hier drauf. Nein. Die 4.
vier Symbole, wo wir am Anfang die Steinquader reingetan haben, als Pius das Spiel erklärt hat, wie man Dinge benutzt. Sonst ist hier nichts. Okay, das ist irgendwas, was ich übersehe. Natürlich könntet... Also ich bin jetzt tatsächlich, wäre ich froh, wenn jemand eine Idee hat, was ich noch probieren kann, wo ich nochmal hingehen kann. Gerne einfach... Also die YouTube-Kommentare bringt nichts, weil ich produziere das Ganze im Voraus. Da könnt ihr tatsächlich andere Sachen reinschreiben. Zum Beispiel, ob ihr denkt, dass ich solche Sachen, wenn ich jetzt so suche, was ich mache, dass ich das abkürzen soll und da gar nicht mehr, hingehen soll. Ob ich das zum Beispiel gar nicht aufnehmen soll, ob mich das überhaupt nicht interessiert, ob ich das beschleunigen soll oder ob das so in Ordnung ist. Ich habe ja tatsächlich das bisschen das Gefühl, dass mein Gelaber ein bisschen langweilig ist. Ach, Prozessor. Gut, also nochmal einen Schluck trinken. Das war ja scheinbar die Lösung. Trink mit, dann geht's schneller weg, würde ich sagen. So. Das ist mir jetzt egal, ich laufe hier durch, auch wenn es ruckelt. Das ist das, wo die schmerzhafte Stelle war mit der Brücke. Ich glaube, das ist... Nee, das kostet genauso viel. Okay. So, ich dachte, das wäre billiger. Und dann rennen wir hier durch. Links und rechts nichts, da ist links und rechts nichts. Hier auch nicht. Okay. Gucken wir mal hier, ob wir jetzt hier irgendwas machen können. Nicht. Da, also hier, das ist tatsächlich eine Stelle hier. Das ist tatsächlich eine Stelle, wo ich finde, ein B für Untersuchung fehlt. Also wo einfach eine textuelle Beschreibung von dieser Schlucht nochmal ist, dass man vielleicht auch weiß, da kann nichts sein. Okay, da ist so eine Leiter, aber ich glaube, diese Leiter war einfach nur das, an dem die Brücke fest war. Das sieht jetzt von hier aus wie eine Leiter. Kann ich den Hebel nochmal bedienen? Nee. Und hier ist auch nirgends. Von der anderen Seite ist sogar das gleiche Bild. Nochmal hier. Auch wieder das gleiche Bild. Also beziehungsweise das jeweilige Gegenbild. Das sind die, aber es sind nicht vier Bilder, es sind nur zwei. Kann ich hier runter gucken? Nee. Okay, der ist total verängstigt. Okay, ich kann hier jetzt wahrscheinlich einfach durch, weil... Ah, nee, weil er steht... Ah, weil er stehen bleibt immer. Bei so viel Schaden nehme ich gar nicht. Das müsste ich heilen können. Ja, kann ich. So, Problem gelöst. Ist zwar nicht voll geheilt, aber... Ich erwarte jetzt tatsächlich gar nicht mehr viel in dem Level. Also es ist so, wenn ich den Joystick nach links mache, dann es fühlt sich verkehrt rum an. Deswegen bin ich hier immer so hin und her. Hier sieht man den Abgrund, den wir da gesehen haben. Der ist auch auf der Karte entsprechend eingezeichnet. Okay. Ja, hier ist noch ein X. Wo warst du? Da ist noch ein X. Okay, dieser Raum. Der verbindet diese beiden Gänge. Okay.
Gotcha. Okay, das ist das. Diese zwei Gänge. Gehen wir den entlang. Ich glaube, da kommen wir durch, wenn wir jetzt einfach zurückgehen. Ich habe einfach nur einen Raum vergessen zu untersuchen, kann das sein? Wenn ich jetzt hier zurückgehe, dann gehe ich hier lang, gehe hier den Gang runter, gehe hier durch, gehe hier rum, ja, genau, ich muss einfach nur wieder zurück und an einem Raum nochmal untersuchen. Okay. Dieses X hatte ich übersehen. So, jetzt sind wir nämlich hier. Ein Glück. Ich habe mich davor bewahrt, in irgendeinem Guide oder so gucken zu müssen. So, jetzt bin ich hier in dem Raum. Komme jetzt auf der anderen Seite in den Gang, der zu dem anderen Raum führt. Nein, nicht Start, sondern B. Benutzen. Den Gang entlang und die nächste Treppe nach oben müsste der Raum sein, in den ich gehen möchte. Da ist die Leiter. Ey, Leiter, bitte, danke. So, hier müsste ich... Jawohl, hier ist noch ein X. Oh, das Fiese ist, das X blinkt und wenn man zu schnell hin und her schaltet, dann verpasst man's. Das ist ja fies. Ihr müsst also jetzt irgendwo einen Untersucher schauen. Das ist auch wieder dasselbe mit den Würmern. Hier, das hätte ich machen müssen. Staub und Geröll fallen vom Dach, da es im Gestein Verwerfungen gibt. Für Roberto ist es äußerst schwierig zu erkennen, wie stabil das Gemäuer tatsächlich ist. Aber so viel steht fest. Das Mauerwerk muss stark abgestützt werden, wenn weitergebaut werden soll. Jetzt kriegen wir auch gesagt, Roberto hat seine Begutachtung in diesem Bereich beendet. Nun sollte er wieder nach oben klettern und seine Ergebnisse mitteilen. Das war das, was ich vorher gemacht habe und ein Stückchen zu früh. Also Ergebnisse mitteilen. Zurück. Oh, ich bin die ganze Zeit. Es tut mir leid, ich bin die ganze Zeit am Gehen heute. So. Ja, genau, hier geht's durch. Sage ich. Und dann sind wir am Ausgang. And what news do you bring me, architect? The foundations are infested. Demons and devils. Many lives will be lost if you try to build there. You have done well to complete your goal, Bianchi. The construction will continue as planned. But the demons! You'd be insane to build there. Silence, dog! What dwells beneath the Forbidden City is the very reason it was built. For you to understand, you must witness it firsthand. Let me educate you. Guards! Put this one with the others of the sacrifice. I am the Scourge of God, appointed to chastise you. Since no one knows the remedy for your iniquity except me, you are wicked, but I am more wicked than you. So be silent! Now you,
architect. You are about to make your largest contribution to this project. Was soll und kann man dazu noch sagen? Das ist einfach nur schrecklich. Und das sage ich nicht nur so, es ist wirklich schrecklich, wenn man sich das in real mal vorstellt. Lieber lassen. Es ist Zeit vergangen, die Planeten bewegen sich. Ich hoffe, Alexas Großvater lässt sie alleine. Ja, tut er. Und wir hören das Fundament rasseln. Was wir im letzten Kapitel gehört haben. Und zwar genau hier, an diesem Bild. Und ich glaube, ihr wisst alle warum. Weil Alexias das real begutachten kann. Wie von Geistern geführt, nähert sich Alexas Hand dem Gemälde. Sie muss einfach dahinter schauen. Erstmal schauen wir es uns an. Es ist nämlich eben genau der Turm, den wir eben gesehen haben. Sie berührt das Bild und hebt es etwas an. Eine Kapitelseite kommt zum Vorschein. Dann noch die Frage, ob sie das Kapitel an sich nehmen soll. Ja, natürlich. Ein warmes Gefühl der Vertrautheit überkommt Alex, als ihre Finger das Papier berühren. Sie realisiert, dass Robertos Geist ihr hilfreich zur Seite steht. Alex hatte die Kapitelseite mit dem Titel »Ein Krieg, alle Kriege zu beenden« versteckt hinter einem Gemälde gefunden. The Black Guardian grows restless, my liege. Its hunger increases, and the binding continues to weaken. We feed it flesh, but I fear it will not guard the relic too much longer. There is no choice in the matter. It must remain and guard the artifact until the time of planetary alignment. After that, the Guardian may return to its lair. Our master does not like failure. It is imperative to keep the binding intact. Then we have to find more flesh and bone. Ja, und das war die Prälude zum nächsten Kapitel. Und obwohl wir jetzt in der Folge erst 23 Minuten haben, würde ich sagen, enden wir hier und starten das nächste Kapitel in der nächsten Folge. Der Hauptgrund dafür ist, dass ich mir jetzt ganz schnell einen Tee zwischen den beiden Folgen machen werde, um nochmal vielleicht doch nicht mehr so viel zu gehen. Also dann, ciao, miau.